Schwierige Frage. Zum Beispiel wir zwei. Alles das, was ich im Augenblick nicht habe. Den da? Wenn ich dieses Jahr aufs Forst kann und danach trotzdem noch am Montag meine Prüfung bestehe. Ach, mit dem Enkelkind spazieren gehen. Hübsche Frau, wie du. Nur was zu trinken, was zu essen haben. Ein Dach über dem Kopf. Wenn man zum Beispiel nicht genug Geld hat, um sich ein Haus zu kaufen und doch zu dem Haus kommt. Am Ende kann man dann schön drin wohnen. Vielleicht hört das er hier, der Rollstuhlfahrer eines Tages vielleicht mal wieder laufen kann. Nicht? Ein Zustand, wo ich keine Wünsche mehr offen habe. Dann ist das vielleicht so eine Hochstimmung, in die man verfällt. Die Abwesenheit von Schmerz und von Sehnsucht. To feel in harmony with myself. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich irgendwie so an, als könnte man einfach frei atmen. Wenn man hoch im Himmel fliegen kann, wie ein Vogel. Wenn man sein innerlich so übersprudelt, dabei so plötzlich einen totalen Schwall hat von Gefühle, Emotionen, dass es nur eine Momentsache ist. Es sind so kleine Mosaiksteinchen. Und manchmal ist es ganz kurz. Muss man haben. Weiß ich nicht, mach mir keine Gedanken. Wenn das umfassend gut geht. Ja. Gut, reicht das? Dass man gesund bleibt, ne?